Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 4, Thief's End. Ja, wir haben die Jeep-Fahrt beendet und stehen jetzt hier vor dem Turm, wo wir immer hin wollten. Wir müssen jetzt einen Eingang finden, weil der hier war versperrt. Mal gucken. Kann man mit denen reden? Nee. Aber wir können uns nochmal einen schönen Ausblick gönnen, da unten auf die Stadt. Sieht schön aus, oder? So. Dann gehen wir nochmal zu diesem unauffälligen Bungalow, der da steht. Da ist da direkt ein Symbol, aber ich gehe jetzt erstmal hier einfach so zum Tisch. Ah ja, genau, da lag nämlich ein Schatz. Können wir ja noch mitnehmen, was soll's. So. Sam, hilfst du mir mal? Ja. Okay, Tür aufbrechen. Hoffentlich ist das nicht nur ein Lagerschuppen. Sieht gut aus. Geht's auf jeden Fall weiter. Was haben wir denn hier? Explosionskisten haben wir hier, die ich jetzt nicht unbedingt ballern will. Okay, es ist ein abgeschlossener Raum. Jetzt haben wir irgendwas gefunden? Nee. Aber da haben wir doch was. Da ist offenbar irgendwas. Sam? Ja. Auf geht's. Okay. Und schieben. Und schieben. Verdammt. Zugemauert. Okay, sehen wir uns. Die Wand sieht so unstabil aus, die könnte man auch einfach eintreten, oder? Also jetzt mal wirklich. Was haben sie hier? Nix. Eine komische Kiste. Sam lehnt sich so komisch darauf. Guckt an die Decke. Egal. Ja, ihr könnt euch schon denken, wir müssen uns hier diese Dinger nehmen. Kennen wir ja mittlerweile. Aus den anderen Teilen. Oh, guck mal, perfekt platziert. Und. Achtung! Ja, der Weg ist frei. Was wollt ihr eigentlich? Okay. Und ich komme jetzt auch hier durch. Nicht, dass wir nochmal irgendwas wegspringen müssen. Ah ja. Okay. Das dürfte doch klappen. Na komm schon. Beeilung, ihr zwei! Wo bleibt denn Sully? Sully läuft einfach ganz cool durch. Ja, und hier, Sam kann sich vor Aufregung nicht mehr halten, weil er halt hofft, dass hier der Schatz ist. Sag mal, was willst du von mir? Mein Hund sitzt gerade hier hinter mir und stupst mich die ganze Zeit an. Wahrscheinlich so nach dem Motto, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit. So, okay. Hier geht's mal wieder verdächtig tief runter. Sind wir jetzt eigentlich schon in dem Turm? Ganz schön auch, gell? Für ihn steht viel auf dem Spiel. Ja, wie ich schon vermutet habe. Dass er deswegen so aufgeregt ist. Okay. Hauptsache, wir kommen voran. So. Dann noch hier durchsneaken. Wow. Man hätte uns aber auch warnen können. Okay, machen wir mal. Los. Ein bisschen schneller. Sehe ich keinen Schatz. Hey Leute! Komme! Okay, das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Und Sam scheint irgendwas gefunden zu haben. Na, guck mal da. Wieder ein Kreuz. Mit Dismas. Sieh dir das mal an. Ah, der heilige Dismas. So sieht man sich wieder. Also, was haben wir hier? Mehr Siegel. Da ist hier unser Avery. Thomas II. Und das ist, Das ist Adam Baldridge, das Joseph Farrell und das Richard Wand. Piratenkapitäne. Okay, also vielleicht war deine Piratentheorie doch nicht so falsch. Tja, also, hast du eine Ahnung, wie das hier geht? Muss man einen Knopf drücken oder etwas ziehen? Vielleicht einer der Arme. Versuch's mal. Komm schon. Jungs. Wenn ihr den Arm Dismas genug befummelt habt, solltet ihr euch vielleicht das hier mal ansehen.
Das Trapez muss der Vulkan sein. Die Krone ist Kings Bay. Das ist eine Karte, Gentleman. Victor, du bist ein Genie. Gehört, Nate? Genie. Ja, ja. Okay, also, wir sind hier. Der Turm bildet eine Linie mit Averys Siegel. Okay, dann sind die anderen Siegel... Die Türme aus Averys Zeit. Ich meine, in einem muss unser Schatz sein, oder? Ja, aber in welchem? Das sind 12 Türme. Hey, Victor. Rauchst du neuerdings etwa Zigaretten? Wir sind wohl nicht die Ersten hier. In Deckung! Ja, das war ja klar. Dass wir auch nicht mehr Ruhe vor denen haben. Oh, und gucken wir, was wir da haben. Dicke gepanzerte Gegner. Da gibt es auch eine tolle Trophäe, und zwar die gepanzerten Gegner nur durch Nahkampfangriffe ausschalten. Und das muss man irgendwie machen, indem man zuerst von oben auf die drauf springt, weil er dann nämlich, glaube ich, den Helm entfernt. Und dann muss man die K.O. boxen. Wenn man die vorher abschießt, die Helme, und dann K.O. boxt, funktioniert nichts. Funktioniert es nicht. Mann, ich kann heute nicht reden, es tut mir leid. Das ist immer so. Meine Sprachfertigkeit versagt immer, wenn ich Let's Play. So, verpiss dich mal hier. Wow. Okay, das war meine eigene Dummheit. Ich sterbe gleich. Aber da liegt eine Para. Okay, die ist mir lieber als die Rafika. Wow, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich weiß auch gerade nicht, was ich hier tue. Ich laufe hier gerade irgendwie so orientierungslos umher. Okay. Er hat den Helm verloren. Das heißt, den können wir schon mal platt machen. Uff. Okay, ich versuche mal den anderen so zu erledigen, wie ich gesagt habe. Oh. So wollte ich es nicht. Habe ich ihn erwischt? Nee, anscheinend lebt er noch. Oder ist es ein neuer? Okay, der ist tot. Kommen noch mehr. Bäm. Oh, den habe ich sogar direkt erwischt. Ich weiß nicht mal wie. Ah, scheiße. Boah. Das ist aber auch so ein scheiß Raum, wo die von allen Seiten kommen können. Wenn du meinst, du bist irgendwo sicher, dann kommst du von oben. Bäm. Okay. Der Dicke ist weg. Jetzt kümmern wir uns noch um die anderen. Ich glaube, da kommt nicht noch so ein Dicker. Hey, wo ist der Sack hin? Ach, da. Okay, da kommen direkt noch 2 Dicke. Sehr schön. Das meine ich. Und dann kann man die nämlich so schön fertig machen. Aber dazu muss man erstmal in einer richtigen Position sein, um den Helm vom Kopf zu reißen, ne? Oder zu schlagen in dem Fall. Ich glaube, die einfache Methode ist dann doch eher treffsicher versuchen. Nein, verdammt. Scheiße, ich dachte, ich könnte ihn erledigen, bevor ich verreck. Und dann noch schnell in Deckung. Gott, was mache ich denn hier, ey? Oh, Alter! Oh, wo kam der denn jetzt her? Ey, was mache ich denn hier gerade? Ist ja unfassbar. So, ich bin ein bisschen unkonzentriert gerade. Ich weiß auch nicht, warum. Ich mag diesen Raum auch nicht, weil, wie gesagt, die können von allen Seiten kommen. Boah, und dann haben sie auch noch Granatwerfer, die Wichser. Okay, das war der Typ. Den Granatwerfer-Penner habe ich schon mal. Boah. Dann nehme ich mir den Granatwerfer mal. Was halt er denn davon? Oh, Alter, was ist denn jetzt los hier? Meine Güte. Ich verreche jetzt nur noch.
Okay. Ich sollte nicht immer so überstürzt irgendwo reinlaufen. Das ist der Granatwerferpenner. Okay, den haben wir. Ey, und die Deckung wird ja auch weggesprengt. Alter, das gibt's doch jetzt nicht. Ey, jetzt verrecke ich hier fünfmal. Oh, meine Güte, ich stehe aber auch an einer echt beschissenen Stelle hier. Siehst du, jetzt kommt wieder einer von rechts. Wo kommt der denn jetzt her? Ja, und man kann sie so nicht angreifen. Ey, so eine Kacke. Wo kommt der jetzt her? Okay, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Oh, Alter! Jetzt kommt der... Es tut mir gerade leid. Ich weiß nicht, was jetzt gerade los ist. Diese verkackten Granatwerferpisser. Alter, der steckt, es kann doch nicht wahr sein, dass der immer über mir steht. Hast du auch schon bemerkt, Sam? Da ist der Wichser. Sag mal, wie viel hält denn der aus? Alter. Den Penner haben wir. Die kriegen noch eine Granate von mir. Der auch. Oh, Kacke. Okay, sehr gut. Scheiße, ich habe kaum noch Munition, ey. Dann muss wohl wieder die Knarre ran. Gott, die machen mir hier aber auch gerade die Hölle heiß, ey. Oh, sag mal. Habt ihr das jetzt gesehen? Das ist wieder mein Glück. Der hätte den eigentlich locker... Boah, nee, komm. Das reg ich mich eigentlich auf. Ich musste eigentlich wissen, dass ich so ein Glück nicht hab. Der steht aber auch echt scheiße da jetzt drunter. So, du Sack. Jetzt gibt's auf den Sack. Das hast du verdient. Okay. Waren das alle? Hoffen wir's. Bist du okay? Ja, ja, alles. Sam! Ja, hier drüben! Boah, es tut mir leid. Die Schießerei hätte schon 5 Minuten vorher zu Ende sein können, aber da hat jetzt ja gerade gar nichts funktioniert. Was machst du da? Eine Vermutung bestätigen. Shit. Seht euch das an. Was ist denn jetzt da? Die haben die Türme auch durchsucht. Standorte, Siegel, einfach alles. Und was jetzt? Was jetzt? Wir sind am Arsch. Okay, wir sind 3. Und Gott weiß, wie viele die sind. Und die haben Vorsprung. Ja, aber sie wissen nicht, welcher Turm es ist. Super, Nathan. Wir nämlich auch nicht. Wissen wir doch. Da. Etwas abgenutzt. Genau da, das passt. Sicher, es könnte auch das hier sein. Mist. Ja, 2 ist besser als 12. Okay. Ich nehme diesen Turm. Du und Sally, ihr nehmt den. Nein. In den Türmen wimmelt es schon von Raves Leuten. Genau. Wenn wir sie schnappen wollen, müssen wir uns aufteilen. Sam, jetzt warte doch mal kurz. Nee, die Türme. Sie sind an verschiedenen Seiten von Kings Bay. Wenn du auf diese Shoreline-Clowns triffst, ruf uns an, okay? Bis später. Komm, Nate. Beeilung. Ja. Okay, da ist unser Turm.
Glaubst du wirklich, dass der Schatz einfach so mitten auf einem verdammten Markt rumliegt? Oh ja, das wäre verrückt. Aber verrückt kennen wir ganz gut. Ja, das stimmt. Da bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als es herauszufinden. Und da sind wir in Kings Bay. Beziehungsweise im Zentrum der Stadt und müssen dann den Turm, zu dem Turm da hinten. Und vorher dürfen wir aber erst mit dem Markt hier unsicher machen. Das müssen wir aber erst im nächsten Part machen. Und ich hoffe, es funktioniert dann da, es klappt da alles ein bisschen besser als jetzt gerade. Das war ja echt Katastrophe. Aber okay, ja, das war's erstmal für Uncharted 4 und bis zum nächsten Mal. Bis dann!